Scheiße, wie ich sowas hasse, Alter. Einige denken vielleicht, dass ich Macron und Michelle nominieren würde, weil ich halt mit Michelle nicht so viel zu tun hatte. Hab die beiden aber nicht nominiert. Ich habe mich für Matthias und Jenny entschieden. Matze habe ich sehr, sehr viel zu tun. Mit Jenny leider gar nicht. Und das ist jetzt meine Begründung, ja. Malisa, darfst du auch nicht unterschätzen. Wir werden jetzt sehen, was passiert. Das sage ich dir. Ich habe einfach die Tage, wo ich jetzt da war, überlegt, wer engagiert sich in die Gruppe ein. Es gibt halt so Menschen, die halt viel für die Gruppe machen und weniger. Und halt, ja, ich habe dann einfach mich für Jenny und Matze entschieden. Tut mir wirklich leid für euch. Sie hat eine Begründung gesucht, damit sie natürlich stellt sie sich hin und sagt, ey, ich habe einfach auf den aufgesetzt. Sie braucht eine Begründung, hat sich die Begründung genommen und dann war es gut. Jenny kocht und putzt und so, aber ist gut. Aber du nicht so viel. Lügenbazillen, Digga, Alter. Ach, warte mal, wenn ich jetzt einfach sinnlos Kate und Jakob nehme, weil das eigentlich ihre ehrliche Entscheidung gewesen dann wäre, dann habe ich ein Problem, mit Kate, Kate und Jakob hier drin. Und wenn Matze und Jenny drei schauen und ich mich darauf setze, dann haben die vier und dann sind die eh weg und ich bin hier rein mit allen. Genau. Das ist ihre Masche. Das ist die Masche. Und das ist doch falsch. Und das ist falsch und das musst du bestrafen und das muss bestraft werden. Ich setze gleich die dritte, Digga. Ich habe bei meiner Nominierung tatsächlich überlegt, wer hier auch starke Konkurrenz ist. Und ich glaube, es gibt so ein Paar, was halt sehr harmonisch miteinander ist. Und deswegen habe ich mich auch für Matze und Jenny entschieden. Das ist aber sowas von geplant, Digga. Das ist von Anfang an ist das ganz klar geplant. Ja, das ist echt krass. Also wenn ich so viele Stimmen bekommen werde, wäre ich auch abgefuckt. Ja, aber der war nicht wegen der Stimme abgefuckt, sondern ja, wegen dem, was sie sich alle besprochen haben. That's the game, man. Get doch nicht into it. Bleib mal drüber, den Ding. Scheißegal. Ja, also, die es gemacht haben, sind im Endeffekt schlau. Sie spielt ein Spiel, Digga. Und das hat sie von Anfang an gemacht, Digga. Ich habe das gespürt. Endlich haben wir ein bisschen Action und Drama in der Villa. Ich habe schon drauf gewartet. Das ist Reality. Ich habe nichts anderes drauf, Digga. Das muss man einfach so sagen. Wir können ja nichts anderes. Das ist jetzt ein bisschen asozial. Nee, ist überhaupt nicht asozial. Ich kann es sagen, ich was ich kann will. Tausend andere Sachen als Reality. Ja. Ich mache nicht mal Reality-TV hauptberuflich. Ich habe einen ganz anderen Hauptjob. Wegen so jemanden habe ich keinen Bock, mich im deutschen TV selber auch meinen Charakter zu verlieren oder mein Gesicht zu verlieren, weil wir haben ein Kind zu Hause sitzen, weißt du? Sie hat nur ein Pferd, irgendwo in einem Pferdestall. Das sie wahrscheinlich genauso behandelt, wie sie ihren Nico behandelt. Sorry, muss ich mal so sagen. Ich bin echt sauer. Falschstall, ja genau. Ist doch gut jetzt. Nee, das ist doch nicht gut. Das ist ja Nominierung. Nimm's doch sportlich. Aber ich kann es nicht sportlich nehmen, wenn du eine Ratte bist. Du bist eine Ratte. Gloria ist link und Gloria ist eine falsche Person, Alter. Das ist Hinterlistigkeit in Person für mich. Das ist nicht nur hinterlistig, das ist einfach unmenschlich. Das ist richtig widerlich. Du bist eine Ratte. Du kommst hier. Jetzt übertreib doch nicht. Alle haben sich abgesprochen, ja? Also das stimmt definitiv nicht. Jetzt so im Nachhinein bereue ich so ein bisschen meine Entscheidung, weil ich habe eigentlich gedacht, ich habe das größte Pokerface enttarnt. Aber ich glaube, es gibt noch ein größeres. Aber ja, die Entscheidung ist nun mal gefallen, wie sie gefallen ist. Ich habe mich für den Poker-Profi entschieden, Juliane und Sandra. Ihr seid auch starke Konkurrenz. Ja, gut, häng hin. Mach fertig, aber passt. Mehr brauche ich dazu nicht passt. Zu sagen, glaube ich. Ich hoffe, sie hat euch auch gewählt. Dann ist ja, hat sie auch 100%. Okay. Das sind ja alles hier Absprachen. Also von daher, natürlich. Die Entscheidung, Digga, das hat man nicht. Ich wusste das nicht.
Was? Aber ich wusste das nicht, ich schwöre. Ah, okay. Ja. Ey, ich sag dir jetzt was. Die hängen das auch unten und die ganz unten rechts hängen das auch bei uns. Ihr Lieben, bei meiner Entscheidung habe ich mich für eine Mini-Nuance entschieden. Ich nominiere Sandra und Giuliano. Ihr seid sehr starke Konkurrenz. Da bin ich auch enttäuscht von ihr. Ihm hätte ich das zugetraut. Ich glaube auch ehrlich, dass sie sich auch ihm so ein bisschen unterordnen muss. So, hallöchen. Die Sache ist ja, ein paar von euch, wo ich sage, kenne ich eigentlich noch gar nicht so gut. Obwohl wir in einem Zimmer schlafen, habe ich teilweise mit allen anderen einfach viel mehr so zu tun gehabt. Mach dir keinen Kopf, alles entspannt. Seid ihr, es tut mir leid. Nein, alles gut, ich nehme sowas sportlich. Und keine Angst, irgendwas zu sagen. Hab ich nicht. Ich habe für nichts irgendwann Angst. Ich finde es echt uncool, dass manche von euch euch zusammengetan habt und jetzt ein paar rausgeschmissen habt. Ich finde, es ist kein faires Spiel. Ich persönlich möchte fair spielen. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Bravo. Kommen wir zum Rest. Ich habe euch beide nominiert. Wir hatten halt einfach nicht so viele Gespräche. Es hat wirklich keinen anderen Grund. Man sollte fachlich bleiben, das ist hier ganz, ganz wichtig. Ja. Wir sind erwachsene Menschen alle. Dass man sich nicht abgesprochen hat, sieht man daran übrigens auch, aber... Matze, du hast auch geredet. Ich meine, du hast auch miteinander geredet, Das ist ja auch okay. Ja. Das ist ein Unterschied. Wir waren trotzdem so korrekt, haben gesagt, wir besprechen uns nicht mit der Nominierung. Wir müssen aber davon ausgehen, dass andere sich besprechen. Es war auch schon nicht fair, dass uns gesagt wurde, dass alle aus Gruppe 1, die vier Paare, sich nicht nominieren werden. Man sieht, dass ihr kein von Gruppe 1 nominiert wurde. Ja, aber findest du es fair, bist du nominiert? Aber so bist du wurde nominiert? Es zu uns angekommen. Findest du es fair, Malisa? Findest du es fair? Ich liebe Drama und ich brauche das. Wir vier besprechen. Man bespricht halt mal die sich, Klappe, man wenn redet, ich ja. Ich habe, du wolltest von mir hab... wissen, wen ich wähle. Hallo, es reicht. Nein. Doch, Marco, nein, das ist Bullshit. Auf, es reicht. Soll mir doch nicht so eine Scheiße ans Ohr kommen. Ja, ist doch in Ordnung jetzt. Ey, wenn es gleich zum Faustkampf kommt, du stehst hinter mir, ich sag's. Es ist viel Stress. Aber meiner Meinung nach auch viel Kindergartenstress. Zu meiner Entscheidung. Ich habe auch zwischen zwei Pärchen geschwankt. Und ich wusste auch, dass Giuliano ein Pärchen davon nicht nominieren wollen würde. Ich habe mich aber trotzdem für dieses Paar entschieden. Und deswegen habe ich Jenny und Matze gewählt. Ich weiß auch, Giuliano wollte Matze nicht gehen lassen. Das war bei uns genauso. Ja, also ich habe Jenny auch ehrlich, gesagt. Wäre ich da vorne gestanden oder so, es kommt, ich hätte euch wirklich nicht gewählt. Schöne Liebe dann wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich ärgere mich halt komplett, weil ich einfach wieder gemerkt habe, wie krass naiv ich bin. Auch draußen im Leben passiert mir das, dass Personen mein Vertrauen sich erschleichen und mich verarschen. Und das ist jetzt hier auch wieder passiert. Ich meine jetzt nur, weil ich sauer bin. Alter. Nicht, weil ich traurig bin, ja, weil es mich sauer macht. Noch ein Brief. Ach du Scheiße. Was? Soll den Brief aber vorlesen. Den Brief vorlesen. Keine Entscheidung. Liebe Ex-Paare, die Frauen haben nominiert. Jenny und Matze, ihr habt die meisten Stimmen gegen euch. Noch habt ihr jedoch die Chance auf den Sieg und die aktuelle Gewinnsumme von 80.900 €. Denn auch die Männer werden noch nominieren.